habe ja jetzt persönlich über 30 Jahre im Gesundheitswesen selber gearbeitet, davon auch über 20 Jahre in einem OP, in einer Unfallklinik. Und ich musste leider miterleben, wie das Gesundheitswesen sich einfach von dieser Arbeit für den Menschen zur Kommerzialisierung hin entwickelt hat. Das müssen wir stoppen, da müssen wir wieder von wegkommen. Das ist also eine große Aufgabe, ein Gesundheitswesen, ein Krankenhaus, ob das jetzt Ärzte oder Personal bis hin zu den Reinigungskräften, die sind alle dafür da, dass es dem Menschen gut geht und nicht, dass man irgendwo Profit erwirtschaftet. Also ein Krankenhaus, was Profit erwirtschaftet, das hat seinen eigentlichen Versorgungsauftrag verfehlt. Wir können von der Politik dafür sorgen, dass die Finanzierung der Krankenhäuser mal endlich auf andere Beine gestellt wird. Das DRG-System, also wo jeder Handgriff, jeder medizinische, so, wo eine Summe dahinter steht, was man dafür bezahlt bekommt, wenn man das am Patienten macht, das funktioniert so nicht. Gerade die kleinen Krankenhäuser auf dem Lande leiden da massiv drunter. Aber wir können es auf jeden Fall jetzt überarbeiten. Und bis es hin zu einer vernünftigen Finanzierung kommt, brauchen gerade die kleinen Krankenhäuser eine Sockelfinanzierung, einen Beitrag, dass sie vernünftig ihr Personal bezahlen können, dass sie ihre Ausstattung, ihre Häuser gut pflegen und ausstatten können, dass es dem Personal und dass es dem Patienten gut geht. Gerade wenn man selber berufstätige Mutter war oder immer noch ist, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass man in der Arbeit mit ruhigem Gewissen dort wirklich seine Arbeit machen kann und weiß, das Kind ist gut untergebracht. Ob nun zu Hause, weil man das so organisieren kann, oder in einem staatlichen oder in einem anderen Kinderbetreuungsbereich. Wir haben einfach dafür zu sorgen, dass jede Familie selber entscheiden kann, wie lange eine Familie das Kind zu Hause selber betreuen muss oder möchte, oder auch, wann ein Kind in eine Fremdbetreuung gegeben wird. Und dafür müssen wir sorgen, dass da wirklich für jeden Bereich, für jeden Bedarf einfach was da ist. Da haben wir schon in den vergangenen 2 Jahren sehr viel erreicht mit den diese Elternbeiträge, dass es wirklich für die Eltern viel günstiger wurde, in den vergangenen Jahren die Kinder unterzubringen. Und aber auch mit dem Freistellungsbonus für Leitungspersonal in den Kindergärten, in den Kindertageseinrichtungen. Also zum einen für die Eltern, zum anderen aber auch fürs Personal, dass man da wirklich finanzielle Ausstattung und auch, dass der Rahmen einfach passt. Ja, ich denke mal, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Das wird ja, ich sage immer, bis zum Erbrechen in jeder Situation gerne mal von Politikern, von allen möglichen Leuten genutzt, dieser Satz. Aber ich denke, wir müssen da wirklich was dran tun. Und das Wichtigste dabei ist, die Kinder zu schützen, dass man ihnen also wirklich geschützte Räume zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite, dass man ihnen die gute Entwicklung ermöglicht. Dafür haben wir im Kindererziehungsbereich, Kindertagesstättenbereich ganz viel getan. Im schulischen Bereich, im Kultus, da haben wir schon viel getan für. Und was mir besonders noch sehr wichtig ist, auch der Schutz vor sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch, sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Thema, das liegt mir besonders am Herzen. Da müssen wir ganz aktiv einsteigen. Und der Freistaat Bayern, wir haben es jetzt gerade erst vor kurzem beschlossen, wird sich da auch weiterhin mit reinbringen, dass diese Netzwerke auch weiterhin in Bayern ausgebaut werden. Das brauchen wir. Wir müssen unsere Kleinsten, die müssen wir einfach schützen. Also die UN-Behindertenrechtskonvention, die könnten wir jetzt durchgehen. Da gibt es viele Punkte, die einfach in Bayern noch nicht erledigt sind. Aber wir haben ganz viel, was schon erreicht wurde. Und dennoch, egal ob das jetzt ein barrierefreier Fußweg ist oder ob das Piktogramme an Bahnhöfen sind, dass man einfach weiß, auch wenn man keine Behinderung hat, aber wenn man vielleicht nicht der deutschen Sprache mächtig ist, dass man sich einfach zurechtfindet. Da muss für jeden was dabei sein. Niemand darf behindert werden, ob das von den räumlichen Begebenheiten ist oder auch von der Behinderung in unseren Köpfen. Wir sind nämlich noch nicht so weit, dass wir uns auf die Stärken konzentrieren. Wir sehen immer noch viel zu oft die Schwächen der Menschen. Da muss sich noch viel dran ändern.
In der Politik besonders Spaß macht die Zusammenarbeit mit den Menschen. Ich habe ja wirklich mit verschiedensten Menschen zu tun. Ob das jetzt meine Kollegen sind, Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die sind alle unterschiedlich. Wir sind Freie Wähler, 27 Abgeordnete. Jeder bringt seine Eigenheiten mit, seine kleinen Macken, seine Stärken. Und das ist schon toll, wenn man da im Team was erreichen kann. Und natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die täglich auf mich zukommen in der Bürgersprechstunde oder wenn ich in Bayern unterwegs bin. Das ist toll, da steckt hinter jedem Besuch, hinter jedem Termin steckt eine Geschichte, da steckt ein Leben dahinter. Das ist spannend. Bayern ist für mich als erstes meine Familie. Ich habe hier meinen Mann kennengelernt, bin ja seit über 20 Jahren glücklich. Ansonsten Tradition, Bayern ist Stabilität, Bayern ist sowas von sauber, Bayern ist vielschichtig und Bayern ist an jeder Ecke schön, ob von der Zugspitze bis nach Hof oder von Ost nach West. Das ist einfach, mir gefällt Bayern. Die Mentalität der Menschen ist einfach was ganz Tolles, was Spezielles. Hier fühle ich mich wohl. Die wichtigste Eigenschaft für einen Abgeordneten, ja, er sollte nicht vergessen, wo er herkommt und wer ihn gewählt hat. Oh, als erstes, dass ich gesund bleibe, dass ich ja, so eine Kraft weiterhin auch habe bis an mein Lebensende, egal wann das mal sein wird, aber einfach eine Kraft dafür, für alles, was ich machen möchte. Ob das ist dieses gemeinsame Miteinander mit meiner Familie oder die Arbeit in der Politik. Und ich sage Ihnen, da gibt es noch viel zu tun. Aber ich glaube, Gesundheit und den Frieden leben, alles andere kommt von selbst.